Wir sprechen jetzt über die konjunkturelle Lage in Deutschland und auch in den USA. Dazu begrüße ich Rainer Sartorius von der HSBC. Hallo Herr Sartorius, in Deutschland, da gibt es ja in dieser Woche realwirtschaftliche Daten, nämlich zum einen die Industrieproduktion und auch die Industrieaufträge. Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie denn hier? Ja, genau. Wir bekommen ein recht interessantes Datenset diese Woche aus Deutschland für den August. Bei beiden Daten war es ja so, dass der Start in das dritte Quartal nicht gerade gut gelungen ist. Das heißt, wir hatten sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei der Industrieproduktion eine rückläufige Entwicklung. Und vor diesem Hintergrund und doch sehr guter Stimmungsindikatoren, die wir zuletzt bekommen haben, rechnen wir jetzt für den August mit einem Rebound. Das heißt, bei den Auftragseingängen, naja, plus 0,6, aber bei der Industrieproduktion immerhin plus 1,0. Und auch für den Rest des Jahres sind wir durchaus optimistisch. Ich hatte es ja eben gerade schon mal angeführt, die Stimmung ist gut und das sollte sich letztlich auch darin niederschlagen, dass die Produktion sich weiter ausweitet. Nur was das Gesamt-BIP anbetrifft, da knüpfen wir wohl für das dritte Quartal nicht an die guten Zahlen aus dem zweiten Quartal an, aber wir werden weiter wachsen. Schauen wir in die USA. Da veröffentlicht die Notenbank ja am Mittwochabend ihr Sitzungsprotokoll. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich denn davon? Ja, ist hochinteressant, dieses Sitzungsprotokoll. Nochmal zur Erinnerung, September-Termin bei der FED, das war ja der Termin, bei der der Großteil der Marktteilnehmer erwartet hat, dass die FED den Exit startet. Das heißt, den Startschuss setzt insofern, als dass die Anleihenkäufe reduziert werden. Und was kam im September? Nichts. Und jetzt wird man natürlich sehr genau darauf achten, warum hat die FED das Ganze denn aufgeschoben? In unseren Augen zwei Punkte. Der eine Punkt ist, man sah die ersten Signale dafür, dass die angestiegenen Zinsen an den Hypothekenmärkten, Hypothekenzinsen, dazu geführt haben, dass am Immobilienmarkt der Aufschwung etwas erlahmt. Aber ich glaube, der zentrale Punkt waren die Unsicherheiten bezüglich der Haushaltspolitik in den USA. Und da hat die FED hier ein gutes Näschen gehabt. Das heißt, wenn man sich das mal ansieht, der Haushaltsstreit in den USA setzt sich zu. Wir haben immer noch keinen Etatplan für das Jahr 2014 und wir müssen ja auch schnell eine Einigung finden für die Schuldenobergrenze. Und solange die Probleme nicht gelöst sind, wird die FED wohl erstmal auf dem Gaspedal bleiben und weiter jeden Monat 85 Milliarden US-Dollar an Anleihen kaufen. Sie haben den Haushaltsstreit angesprochen in den USA. Der schlägt weiter hohe Wellen. Der Arbeitsmarktbericht wurde letzte Woche deswegen nicht veröffentlicht. Wie sehen Sie die wirtschaftliche Lage in den USA momentan? Grundsätzlich ist das gar nicht so schlecht. Ich hatte es ja eben gerade schon mal angeführt, es gab ein paar Bremssignale seitens des Immobilienmarktes, aber da haben wir immer noch einen Aufwärtstrend und auch die meisten Stimmungswerte waren gut. Also gerade im Unternehmenssektor verarbeitendes Gewerbe hat der ISM sogar nochmal zugelegt für den September. Bei den Dienstleistungsunternehmen haben wir auch schon die ersten Verschleißspuren gesehen. Vielleicht merkt man jetzt schon so ein bisschen, die Unternehmen werden unsicherer bezüglich des Haushaltsstreites, aber generell muss man sagen, es ist eine gute Grunddynamik da in den USA. Also wenn man hier eine schnelle Lösung für den Haushaltsstreit findet, das heißt, es hier zu keinen nicht dazu kommt, dass Couponzahlungen ausfallen und sich das jetzt nicht in die Ewigkeit zieht, muss man einfach sagen, in den USA passt es und wir glauben, dass man nächstes Jahr fast ein Wachstum von 2,5% erreichen wird. Also wie gesagt, es ist alles gut. Das große Unsicherheitsmomentum kommt derzeit einfach von der Haushaltspolitik. Rainer Sartorius, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzungen. Gerne.